Wer der Umwelt einen Gefallen tun möchte, verzichtet nicht nur auf Wasser in Plastikflaschen aus dem Supermarkt, sondern hat eine eigene Trinkflasche im Gepäck. Sie sollte aus einem möglichst nachhaltigen, bruchsicheren Material bestehen, das für die Gesundheit keine Gefahr darstellt. Daher fällt die Entscheidung immer häufiger auf eine Trinkflasche aus Edelstahl. Die Flaschen sind nicht nur robust und langlebig. Sie sind frei von Gefahrenstoffen und Weichmachern, die oft in Kunststoffen vorkommen können. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Feijian FJ Bottle Edelstahl Trinkflasche. Die BPA-freie Feijian FJ Bottle Edelstahl Trinkflasche ist wahlweise mit einem Fassungsvermögen von 750 oder 1000 Millilitern verfügbar. Laut den Aussagen des Herstellers ist es eine isolierte und auslaufsichere Flasche, die sich gut für den Sport- und Outdoor-Bereich eignet. Von Grün und Silber bis hin zu Rosa-Lila oder Rot-Schwarz stehen unterschiedliche Farbvarianten zur Auswahl. Während die kleine Flasche 350 Gramm wiegt, beträgt das Gewicht der 1 Liter Edelstahlflasche 465 Gramm. Zur Ausstattung der FJ Bottle Edelstahltrinkflasche von Feijian gehört neben einer Schutzhülle mit Griff ein Karabinerhaken. Beides soll den Transport der Flasche zum Beispiel beim Sport und bei Outdoor-Unternehmungen erleichtern. Die Flasche hat einen weiten Hals, sodass Eiswürfel in die Trinkflasche passen. Gemäß den Herstelleraussagen bleiben warme Getränke in der Flasche 12 Stunden lang warm, während bei kalten Getränken von einer 24 Stunden andauernden Isolierwirkung auszugehen ist. Die Oberfläche ist matt und die Flasche besteht aus 316 Edelstahl. Die Reinigung in der Geschirrspülmaschine wird nicht empfohlen. Der Hersteller gibt an, dass sich folgende Flüssigkeiten mit der Flasche transportieren und konsumieren lassen: Wasser, Tee, Kaffee, Saft, Wein, Bier, Getränke mit Kohlensäure, Suppe. Was ist Edelstahl 316? Das ist die Bezeichnung für eine Metalllegierung, die eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit mitbringt. Im Vergleich zu Edelstahl 304 ist das Material noch besser gegen Rost geschützt. In der Lebensmittelbranche ist die Art von Edelstahl häufig im Einsatz. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Honey Holly Edelstahl Trinkflasche. Laut Hersteller ist die Honey Holly Edelstahl Trinkflasche eine nachhaltige, BPA-freie Thermotrinkflasche. Die Flasche ist in zahlreichen Farbvarianten erhältlich und hat ein Cola-Flaschendesign. Ein Schraubverschluss gehört zum Lieferumfang. Die Flasche hat laut Herstellerangaben eine 12-stündige Isolierwirkung für Heißgetränke und hält Kaltgetränke 24 Stunden lang kalt. Die Nutzung der Flasche für Flüssigkeiten mit Kohlensäure ist möglich. Zu der Vakuumisolierung gibt der Hersteller an, dass sie über eine Kupferveredelung verfügt, um die Übertragung der Temperatur der Flüssigkeit auf die Flasche zu erschweren. Die Honey Holly Edelstahl Trinkflasche ist neben einem Fassungsvermögen von 500 Millilitern auch für 350, 650 oder für 750 Milliliter Flüssigkeit erhältlich. Die Trinkflaschen der Firma Honey Holly stehen nicht nur in 4 Größen, sondern auch in mehr als 20 Farben zum Kauf bereit. Während der obere Flaschendurchmesser bei der 500 ml Edelstahl-Trinkflasche von Honey Holly 4,25 cm beträgt, misst der Flaschenboden 7,05 cm im Durchmesser. Das Gewicht der nachhaltigen Trinkflasche beläuft sich auf 340 Gramm. Die doppelwandige Trinkflasche besteht aus 304 Edelstahl und der Hersteller gibt an, dass Eiswürfel durch die große Öffnung der Flasche passen. Ein isolierter, auslaufgeschützter Deckel liegt dem Lieferumfang bei. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Lars Nysöm Edelstahl Trinkflasche. Die Lars Nysöm Edelstahl Trinkflasche ist eine BPA-freie Isolierflasche mit einigen der wichtigsten Eigenschaften, die für eine wiederverwendbare Trinkflasche in einer umweltfreundlichen Verarbeitung wünschenswert sind. Heißgetränke bleiben bis zu 12 Stunden heiß. Kühle Getränke bleiben bis zu 24 Stunden kalt. Befüllung der Flasche mit kohlensäurehaltigen Getränken möglich. Verarbeitung aus rostfreiem 18/8 Edelstahl. Die Höhe der Flasche mit einem Volumen von 1 Liter beträgt 31,5 cm,
während der Flaschenboden einen Durchmesser von 7,5 cm hat. Der Hersteller gibt an, dass die Größe der Trinköffnung gut geeignet für kleine Schlucke ohne Kleckern ist. Die Flasche ist nicht in zahlreichen Pastellfarben erhältlich. Das Gewicht der 1 Liter Edelstahltrinkflasche von Lars Nysöm beträgt 406 Gramm. Inklusive Stickern, im Lieferumfang sind Sticker, die der Personalisierung der Flasche dienen, enthalten. Der Hersteller weist aber darauf hin, dass sie bei der Reinigung im Geschirrspüler Schaden nehmen könnten und empfiehlt das Spülen mit der Hand. Der Schriftzug des Herstellers befindet sich nicht nur auf dem Flaschenkörper, sondern auch auf dem Deckel. Außerdem ist der Deckel zweifarbig in Silber und in einem zweiten Farbton passend zur farblichen Gestaltung der Flasche gehalten. Während das Logo auf der Flasche in Silber gestaltet ist, trägt es auf dem Deckel den gleichen farbigen Pastellton wie die Edelstahltrinkflasche. Der nächste Produkt ist Pandu Edelstahl Trinkflasche Lars Nysöm Edelstahl Trinkflasche. Die Pandu Edelstahl Trinkflasche ist nach Angaben des Herstellers extrem widerstandsfähig und robust, während der verwendete Edelstahl als geschmacksneutral und lebensmittelecht gilt. Die Flasche hat einen Schraubverschluss aus Bambus mit einer Silikondichtung, die die Edelstahlflasche selbst bei Getränken mit viel Kohlensäure zu 100% dicht halten soll. Mit und ohne Isolierung erhältlich, die Pandu Edelstahl-Trinkflasche ist beim Hersteller entweder als einwandige Trinkflasche ohne Isolierung oder als Flasche mit Isolierung erhältlich. Sie hat ein Fassungsvermögen von 750 ml und wiegt in der nicht isolierten Variante nur knapp 190 Gramm. So soll sie sich einfach transportieren lassen, beispielsweise bei Wanderungen, Campingtrips und Co. Die Trinkflasche hat an der Oberseite laut Pandu einen praktischen Henkel für die Befestigung. Dank der großen Öffnung soll das Befüllen, anders als bei vielen Flaschen auf dem Markt, sehr einfach von der Hand gehen. Selbst das Hinzufügen von Eiswürfeln oder Früchten ist laut Hersteller kein Problem. Die Edelstahltrinkflasche kann nach Angaben von Pandu leicht per Hand oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Ausnahme ist der Deckel aus Bambus, dieser darf laut Hersteller nur per Hand gewaschen werden. Für Wanderungen kann als Alternative zu einer Edelstahltrinkflasche ein Trinksystem in Frage kommen. Die Vorteile und Nachteile beider Varianten zeigt das folgende Video. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Blockhütte Edelstahl Trinkflasche Pandu Edelstahl Trinkflasche. Die Blockhütte Edelstahl Trinkflasche soll zu 100% geschmacksneutral, BPA-frei und lebensmittelecht sein. Sie besteht aus 18 Achteln Edelstahl. Ein Karabiner in Silber ist bei der minimalistischen Flasche im Preis inbegriffen. Die Flasche mit einem Fassungsvermögen von 750 ml hat folgende Eigenschaften. Höhe, 25,5 cm. Durchmesser des Flaschenbodens, 7,5 cm. Durchmesser der oberen Öffnung, 5 cm. Deckel mit Holzelement und Blockhüttenverzierung, wobei der Verschluss nicht in den Geschirrspüler gehört. Thermosflasche mit einer Isolierung von 12 Stunden für heiße und 24 Stunden für kalte Getränke. Klimaneutrale, emissionsfreie Produktion. Zu 100% recycelbar. Für die Spülmaschine und Getränke mit Kohlensäure geeignet. Außerdem gibt der Hersteller an, dass das Deckelgewinde auch für Kinder leicht zu öffnen ist. Für den Schraubverschluss legt das Unternehmen eine zweite Dichtung bei, um den Auslaufschutz der Flasche über einen längeren Zeitraum sicherzustellen. Der Hersteller spricht von einer 100% auslaufsicheren Verarbeitung. Die im Lieferumfang enthaltene Reinigungsbürste hat Naturborsten und einen Griff aus Holz. Das macht das Gesamtpaket aus Flasche und Zubehör im Vergleich zu einer Flasche mit einer Reinigungsbürste mit Borsten aus synthetischen Fasern noch nachhaltiger und umweltfreundlicher. Der nächste Produkt ist Riaco Edelstahl Trinkflasche. Die Riaco Edelstahl Trinkflasche bietet sich als doppelwandige, vakuumisolierte Thermosflasche für kalte und heiße Getränke an. Der Hersteller gibt an, dass die Flasche kalte Getränke bis zu 24 Stunden und heiße Getränke bis zu 12 Stunden lang auf Temperatur halten kann. Eine BPA-freie, auslaufsichere Verarbeitung ist demnach ebenfalls gegeben.
Auf der Unterseite der Flasche befindet sich eine Gummibeschichtung, die für einen besseren Stand auf glatten Oberflächen sorgen soll. Der Lieferumfang der Edelstahltrinkflasche von Riaco umfasst neben einem Metallschraubverschluss einen Sportverschluss aus Kunststoff zur Einhandbedienung. Ein Glasstrohhalm samt Reinigungsbürste, eine Flaschenbürste für die Trinkflasche, ein Karabiner und eine Hülle mit Transportriemen ergänzen das Angebot. Die Flasche von Riaco mit einem Fassungsvermögen von 750 ml ist 29 cm hoch, wobei der Flaschenboden einen Durchmesser von 7,5 cm hat. Der Schriftzug der Firma ist im unteren Bereich der Flasche zu sehen. Wahlweise ist die umweltfreundliche Edelstahltrinkflasche in Silber, Rosa, Schwarz, Grün, Saphir oder Blau erhältlich. Alternativ zur 750 ml Trinkflasche ist das Modell außerdem mit einem Fassungsvermögen von 560 oder 1000 ml erhältlich. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.